Und das letzte hier vorne. Gott, dann die ganzen Signale setzen, das kann eine Weile dauern. Jetzt. Okay. Ach, das Leben kann so anstrengend sein, ehrlich, Leute. Insbesondere, wenn man so viele Signale setzen muss. Okay. Goodie. So, jetzt kommen die Lokomotiven an die Reihe. Die werden alles hochtransportieren nach Kansas. Kansas bekommt jetzt Möbel, womit die noch zufriedener sind und eine höhere Bedarfsdeckung erreichen. In Wichita wird auch richtig viel Fleisch produziert, beziehungsweise es werden noch mehr Rinder benötigt. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Die haben ja noch ein paar Gleise frei, da mache ich jetzt noch ein extra Gleis für Rinder. Brauchen sowieso einen neuen Bahnhof. Und ich habe es mit Absicht so verschnörkelt gebaut, dass ich dann wenigstens noch ein paar Ausweichgleise mehr mit reinsetzen kann. Geht das so? Ein kleines Stück noch. So, Nummer 1 ist erbaut. Nummer 2 kommt auch mit ran. Dann haben wir zumindest zwei Ausweichmöglichkeiten. Okay, nochmal 16.000. Guti. Dann brauchen wir Versorgungstürme, müssen noch die Züge hin und her fahren lassen. Hier ist die NYC American aktuell hin und her. Warte mal, was habe ich getan? Nein! Ach, wie dumm bin ich. Ich habe eine weitere Verbindung nach Salina gemacht. Verdammter Dreck. Mann, ey. Erweitern. So, dann bauen wir das hier mit ran. Schön weit hoch. Obwohl, wir könnten daraus gleich eine Schlenkerlinie machen. Reißen das hier ab. Will nicht ganz. So ist gut. Und geschafft. Signal setzen, Nummer 1. Nummer 2, ich hoffe, das reicht aus von der Länge. Wir werden sehen. Ach, und Kleidung wird auch hin und her gebracht. Das ist aber schön. So, dann. Bitte von hier nochmal rüber nach dort. Jetzt habe ich vergessen, die Schlenker einzubauen. Aber ist nicht schlimm, das müsste auch so funktionieren. Wir noch mehr Rinder nach Wichita. Okay. Signale mit ran. So weit wie möglich an den äußersten Zweig.
Perfekt. Und dann brauchen wir weitere Züge. So, das hier oben könnte ich eigentlich abreißen, aber theoretisch könnte ich die auch noch mehr hin und her fahren lassen. Immerhin liefern die ja sehr viele Waren und sehr viel Post. Muss bloß gucken, das ist jetzt ein kleiner Bahnhof. Theoretisch müsste ich das dann noch ein bisschen umgestalten, aber das kriegen wir schon irgendwann hin. So, einmal bitte die hier. Von hier nach dort. Signale brauche ich nicht. Jetzt erstmal einen Versorgungsturm. Dann nochmal die hier. Von hier nach dort. So, der erste Zug fährt los. Wunderbar. Du wirst auch voll beladen. Ja, es werden Rinder ohne Ende benötigt. Es wird ja auch Fleisch ohne Ende benötigt. Und wir brauchen hier noch eine Reparaturstation. Ich muss auch gerade mal gucken, ob wir hier unten überhaupt genügend Reparaturstationen haben. Ihr seid schon wieder gewachsen und wollt wieder eine neue Produktion starten. Ich könnte hier jetzt Stoffe herstellen für Amarillo. Bräuchte bloß noch ein bisschen Geld. Eigentlich reichen sogar 400.000, aber das hier kriegen wir auch hin. So. Okay. So, dann kriegen wir jetzt nämlich auch Stoffe hergestellt, die dann nach Amarillo gebracht werden. Dollywood, wertvollstes Unternehmen mit 12 Millionen. Natürlich, was auch sonst. Ich wollte schon längst eigentlich Züge woanders hinfahren lassen. Nämlich das Öl transportieren. Aber gut, durch Frachttransporte werden wir noch ordentlich Kohle fahren. Das ist kein Problem. Wir verkaufen ja jetzt noch mehr Rinder, mal eben das Doppelte an Wichita. Rinder müssten also bald mal genug da sein, um dementsprechend richtig viel Fleisch produzieren zu können. Der Rinderverkauf geht richtig ab. Und jetzt wollen die auch noch eine Anschlussprämie machen. Oh, wie geil. Na dann her damit. Die gönne ich mir. Ich sehe nix. Nehmt das Ding hier weg. Und geschafft. So, Anschlussprämie erhalten. Dementsprechend kommt jetzt die PRR dazu. Fährt von hier nach dort. Und wir fangen an, Stoffe zu produzieren, die dann nach Atlantic City wollte ich gerade schreiben. Sagen. Ach, verdammt. Ich bin durch. So, dann brauchen wir hier ein Ausweichgleis. Oh nein. Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Leck mich. Na, noch ein bisschen weiter. So ist gut. Komm schon. Werd grün. Nur ein Millimeter. Ja. Oh, das passt perfekt. Gut, und letzte Ausweichmöglichkeit machen wir dann direkt davor. Wunderbar, Signale mit ran. Sieht doch gut aus. Der ganze Norden ist wunderbar besiedelt. Neuer Zug, einmal die PRR. Von hier nach dort. Bitte nur mit Fracht. Es wird eine Weile dauern, bis hier genug produziert wurde. Aber ist in Ordnung. Dann brauchen wir hier auch noch einen Versorgungsturm. Brauchen wir hier oben noch irgendwo einen? Nee, eigentlich nicht. Jetzt können wir endlich mal die Züge einstellen, die das Zeug von hier nach oben fahren. Also bitte eine PRR. Von dort nach dort. Neue Sicherheitsstandards erzwungen.
Züge jetzt auch mit Bremsen. Oh, es wird aber auch mal Zeit, oder? Oh je. So, in den Aufgaben sind wir sehr weit fortgeschritten. Da brauchen wir jetzt wirklich bloß noch 46 Meilen Streckenlänge. Dann haben wir das nächste geschafft. Dann müssen wir das mit dem Öl schaffen. Selber 5 Ladungen pro Woche produzieren. Erziele in einem Quartal 2,5 Millionen Einnahmen durch Fracht. Da sind wir jetzt auch sehr gut bei. Produziere pro Woche 20 Ladungen Öl, transportiere 1000 Ladungen Öl, schließe 350.000 Einwohner an dein Streckennetz an. Die nächste Aufgabe haben wir fast geschafft. Die soll bis 95 fertig sein, also in 2 Jahren, und dann bis 1905 noch produziere 50 Ladungen Petroleum. Das würde ich ja gerne in Amarillo fertig machen. Petroleum. Will mir gerne mal die Betriebe ansehen. Industrien. Petroleum. Da ist die Raffinerie. Theoretisch könnten wir sie bauen, aber es wird nirgendwo benötigt. Weil Kansas und Salina und Wichita und wie sie nicht alle heißen, auch viel zu klein sind. Das ist natürlich doof. So, wir könnten jetzt noch Holz nach Wichita hochbringen, um dementsprechend hier noch den Wachstum so ein bisschen zu steigern. Dann auch noch Milch. Und dann müssten die eigentlich glücklich sein. Salina wächst auch, weil die jetzt mehr Fleisch bekommen. Kansas City wird auch mehr Fleisch kriegen. Fleischproduktion ist immer noch zu gering. Trotzdem wir jetzt mittlerweile wieder mehr Rinder haben. Aber wir müssen auch erstaunlich viele Städte mit Fleisch versorgen. Allein hier 1,8 die Woche. 4,8 wird produziert. Kommt gerade so hin, dass wir dann die andere Stadt nur geringfügig, aber ein bisschen wenigstens versorgen können. Amarillo wächst, Lubbock wächst. Dann haben wir noch Odessa. Rodungsfläche nahe Houston. Kaufe ich einfach. Leistungserhöhung der Lokomotiven. Warum hat wohl keiner außer dir bei der Auktion mitgemacht? Dann haben wir hier noch transportierte Post, 7% mehr Profit. Wir nehmen die neue Rogers 10 Wheeler. Diese Lokomotive kannst du direkt in die Schrottpresse fahren. Ach, nicht ganz. Oh nein. Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Guck mal, das hier ist eigentlich ein richtig schöner Expresszug, die Pacific. 462. Die hätte ich schon gerne, aber dafür bräuchten wir noch 200 weitere Punkte. Das wird eine Weile dauern. Und bis 95 soll ich 350.000 Leute an mein Streckennetz anschließen. Theoretisch reicht es, wenn ich jetzt noch eine Stadt irgendwie ein bisschen größer mache. Aber ich glaube, ich werde Odessa und Abilene anschließen. Ich sollte hier jetzt auch dafür sorgen, dass wieder ein weiterer Zug fährt. Rogers 10 Wheeler. Die ist wesentlich schneller, hat auch nicht gerade wenig Leistung. Wir gehen trotzdem auf Nummer sicher. So, dann die nächste. Und Amarillo muss so weit wachsen, dass die dann eine Petroleumfabrik bekommen können. Aber vorher müssen wir noch irgendeine andere Stadt groß werden lassen, um dementsprechend überhaupt Petroleum zu erforschen. 24.000 ist nichts. Nicht bei unserem aktuellen Wert. Den können wir schon mal zurückzahlen. Den auch, dann haben wir überhaupt keine Kredite mehr. Du fährst jetzt mit 3x Öl durch die Gegend, das ist mir zu wenig. Liegt das daran, dass ihr voll seid? Ja, ihr seid ausgelutscht. Wie machen wir das am besten? Gibt es hier noch irgendwas anderes, was ich anschließen muss, unbedingt, außer Dallas? Ich glaube nicht. Ihr produziert bestimmt auch Fleisch. Wir machen es jetzt erstmal so.
bauen den Bahnhof weiter aus. Quatsch. Bahnhof ausbauen. Schließen euch mit an. Sind wir am richtigen Streckennetz? Ja. 203.000, ja, ich glaub's auch. So, 124.000 ist immer noch ganz schön teuer. Aber wir fahren ja auch durch ein geebnetes Gebiet, sagen wir es so. Dein grundlegendes Streckennetz steht schon mal. Aufgabe erfüllt, weil wir gut sind. Die Rogerston Wheeler hat schon mal ein bisschen bessere Leistung als unsere Atlantic und fährt noch eine Meile die Stunde schneller. Dann werden wir die gleich mal einsetzen für Passagiere und Post. Bauen noch einen Versorgungsturm mit ran. Ach so, das war jetzt bloß das mit dem Gleissystem. Es war noch gar nicht das andere. Ja, habe ich mir fast gedacht. Okay, dann wollen wir Odessa mal weiter anschließen. Odessa. Einmal bitte erweitern. Ihr produziert jetzt aktuell nur Stoffe und Weizenbier. Das ist okay. So, wir machen es möglichst günstig. Dann brauchen wir erstmal den Bahnhof. So ist gut. Und bitte auch hier die Rogerston Wheeler. Von hier nach dort. Nur mit Passagieren und Post. Okay, wir haben jetzt bis 1900 Zeit, 50 Ladungen Öl zu transportieren. Die Produktion steigt jetzt gerade. Und ist wieder runter, weil die wieder zu viel produziert haben. Oder die Woche wieder rum ist. Hast du den Spion nicht bemerkt? Er hat mir was Nützliches mitgebracht. Die Anzahl der Bewohner in den Städten steigt. Dollywood, neue Anschlüsse. Ja, gekonnt ist halt gekonnt. Wir könnten Dallas schon mal mit anschließen, aber Fayetteville nach Dallas ist jetzt nicht unbedingt lukrativ. Ihr baut weiter fleißig Möbel. Die Möbel werden nach Kansas gebracht. Transportvergütung um 8% will ich haben. Dankeschön. Damit steigere ich nämlich auch gleich den Wert für unsere Aufgabe. Sind wir jetzt bei 1,1 Millionen. Entschuldige, aber könntest du dich da raushalten? Nein. Du treibst den Preis in die Höhe. Einer deiner Züge tut nicht, was er soll. Okay, welche Stadt könnte ich jetzt am schnellsten zum Wachsen bringen? Eigentlich nur Wichita oder Salina. Wichita braucht Zucker, Stoffe. Na gut, Stoffe würden ja aus Salina kommen. Salina hat auch genug Stoffe. Was ist hier los? Du wartest auf den Zug. Du bringst gerade Stoffe runter. Warte mal, dann lassen wir jetzt noch einen zweiten Zug fahren. Eine Rogers. Von hier nach dort. Habe ich jetzt ein anderes Gleis dafür gewählt? Nein, natürlich nicht. Dann erstmal umstellen. Okay. So, Zuglinie errichten. Von hier nach da. Was transportiert ihr? Einmal Bier, ansonsten nur Stoffe, weil Stoffe am meisten benötigt werden in Wichita. Ach, Gott sei Dank. Wenigstens die Stoffe kommen rüber. Kansas City. Hier kaufe ich bald den Betrieb auf und stelle irgendwas Dummes hin. Viele Einwohner erfreuen sich nun an ihrem Zugang zu deinem Streckennetz. Juhu, das wäre geschafft. Aber trotzdem, Wichita wollte ich jetzt nicht ausbauen, um die Aufgabe fertig zu machen, sondern um hier für Wachstum zu sorgen. Ich baue jetzt einfach ein Museum hin.
dann ist die Bedarfsdeckung nochmal um 10% höher.